Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Elder Scrolls Arena. Ich habe jetzt ein kleines Päuschen gemacht, so stimmt, hier sind wir. Wir wollten hier eh raus. Hab ich ganz kurz vergessen, was wir hier gemacht hatten. Können wir hier mal vielleicht kurz ausruhen, bis wir voll aus... Ach, toll. Ach, noch einer. Kann das denn sein, dass hier, wenn man sich ausruht, hier Gegner kommen? Wie noch weniger Leben als vorher. Der hat einen Dolch, okay. Und der hat einen Buckler. Aber dann lass mal lieber reingehen und uns aufheilen. Dann scheißen wir auf die 45 Gold. Hier, moin. Du kannst mich bestimmt heilen, ne? Ja. Schade um die 45 Gold, aber naja. Besser 45 Gold haben, als volles Leben haben, als die 45 Gold. War aber auch schon ganz schön bitter, fand ich. Dass ich mich hier ausruhen wollte vor dem Tempel, nur bis ich geheilt bin und schon kommen Gegner. Ist schon bitter, finde ich. Hä? Was ist denn das? Moin. Hallo. Wollt mit dir quatschen? Hallo, wo läufst du denn hin? So, habe ich ihn erwischt. So, generell, was gibt's Neues so? The Lord had a visitor, a foreign scholar tracing the history of Arovan, the thief who wielded the skeleton's key. Apparently, the Skelettschlüssel? Apparently, Arovan stole some stuff from the royal family here in Skyrim. Ah, wir sind in Skyrim, okay. Die Info hatte uns in der letzten Folge gefehlt, dass wir in Skyrim sind. So, dann heißt es, wir müssen wirklich südwestlich hingehen. So, Arbeit. I have an idea. Try asking in town. Okay. Wir sind also in Skyrim und irgendein Dieb hat den Skelettschlüssel. Ich habe keine Ahnung, ob wir den auch kriegen, den Skelettschlüssel. Den kenne ich ja selber noch aus Elder Scrolls Skyrim, also Elder Scrolls 5. War auch schon Ewigkeiten her, wo ich das gespielt hatte. Aber ich habe wieder Bock, die ganze komplette Saga mal anzufangen. Und ich freue mich, sobald wir mit Skyrim dran sind. Weil Skyrim war tatsächlich mein bisher liebstes Elder Scrolls Teil. Und da war ich auch immer großer Fan von der Diebesgilde. Hier geht es irgendwie nicht weiter, glaube ich. Ja. Kein Wunder, dass es hier nicht weitergeht. Ich glaube, hier auch im Kreis. So, Richtendal war auf der Straße. Da geht's weiter. Wir müssen auf jeden Fall, um nach Hammerfell zu kommen, Richtung Südwesten irgendwie hingehen. Hier geht's gar nicht weiter, oder? Gut, wo wir da angekommen sind. Laufen wir da lang. So, ich muss aber auch selber öfters mal dran denken, hin und wieder mal aufzuspeichern. Das können wir auch jetzt gerne auch einmal machen. Damit wir den Spielstand nicht verlieren, sollten wir unterwegs doch irgendwie mal drauf gehen.
Wir sind wieder in irgendeiner kleinen Siedlung. Nee, wir müssen diesen Weg gehen. Ich hoffe, wir kommen irgendwann auf eine Straße zu. Was haben wir hier entdeckt? Oh, Junge, erschreck mich nicht. Was ist denn das? Das ist auf jeden Fall ein kleines Dorf. Interessant, dass die auch hier außen rumlaufen. Nein, jetzt bin ich runtergefallen. So, Westen, Süden, Westen. So, wo laufe ich am besten hin? Ja, am besten Westen. Ich hoffe, wir kommen auch wirklich irgendwann in Hammerfell an. Hier haben wir wieder irgendwie eine Mauer. Wo sind wir jetzt hier? Ich glaube, das ist wieder ein Dungeon. Ja, sieht nach einem Dungeon aus. Dann würde ich sagen, hiervor speichern wir nochmal. Gehen kurz rein. Gucken nach, wie gefährlich das für uns ist. Ist auf jeden Fall ein Dungeon. Okay. Dungeons sind hier schon relativ klein. Außer der erste halt. Gehen hier zuerst. Wir gehen hier hin. Oh. Der ist schon tot. Warum auch immer. Digga. Digga. Stirb doch endlich. Die nehmen wir mit. Und ich würde sagen, wir hauen doch lieber ab. Wir sind schon fast tot. Aber wenigstens haben wir einen geschafft zu töten. So. Diesen Weg müssen wir gehen. Und ich hoffe, wir finden eine Taverne. Wäre schön, wenn wir jetzt mal wieder eine Taverne finden. Gesagt, getan. Taverne gefunden. Nice. So. Brightly lit haben wir gefunden. Können wir hier vielleicht. Ah. Okay, ich muss zuerst hier. Wie spät haben wir es denn schon? 12.23 Uhr am Nachmittag. Okay. Moin. Was kosten bei euch? Räume. Nur ein. 10 Gold. Okay. Ja. Du hast bestimmt auch was gehört, ne? Allgemein. Have you heard about the After Dark Society? Okay, über die will ich nichts wissen. So, bis wir vollständig geheilt sind. 14 Stunden sind vergangen. Was? Warte mal, wie spät war das?
Wie spät war das? 2.28 Uhr in der Nacht. Okay, dann machen wir 6 Stunden. Passt. Dann haben wir es jetzt wahrscheinlich 8 Uhr. 8 Uhr. So. Kann ich dem irgendwas verkaufen? Wäre schön, wenn ich ihm was verkaufen kann. Ne. Wäre echt schön, wenn ich jetzt irgendwem wieder irgendwas verkaufen könnte. Ein Waffenladen oder so wäre auch nicht schlecht. Falsche Richtung gehen wir. Da lang müssen wir. Kommt mir echt auch ganz schön riesig vor, die Welt. Denn wir haben jetzt immer noch nicht Reach Corrugate allein schon verlassen. Wir sind immer noch in Reach Corrugate, das irgendwo ein Skyrim sein soll. Also ein Himmelsrand. Und wo Reach Corrugate in Elder Scrolls 5 ist, habe ich keine Ahnung. Weil ich glaube, das kommt da gar nicht mal erst vor oder ist zerstört oder was weiß ich. Das. Ne? Können wir nicht rein? Okay. Moin. So, jetzt laufen wir ganz schön weit Richtung Süden. Ah, wir haben jetzt gleich wieder... Damn, die kenne ich noch. Da sind wir ja vorhin doch gewesen, oder nicht? Mal irgendwann. Vor ein, zwei Folgen, glaube ich. Wir sind wieder hier. Gibt es hier irgendwo einen Waffenladen? Moin, hallo, hallo. Where is the nearest? Nee, Equipment Store. I have no idea. Try asking in town. Okay, hier haben die sowas nicht. Aber Tavernen haben die hier alle. Egal, hier werden wir unseren unnötigen Stuff nicht los. Das heißt weiter Richtung Süden und dann wieder Westen und dann wieder Süden und dann wieder Westen. Oder gucken, vielleicht finden wir wieder mal eine richtige Stadt. Okay, wenn wir wieder weiter Richtung Süden gehen, kommen wir wieder an eine Straße. Ja. Dann gehen wir wieder Westen. Was mir auch aufgefallen ist, die, solange ich die Waffe ausgerüstet habe, quatschen die nicht mit mir. Also gehen die einfach immer nur weiter. Gehen wir wieder eine Straße. Gehen wir lieber weiter Süden.
Wir sind hier nur am Laufen, Digga. Das. So, wieder so ein Tempel. Okay. Ah, wir müssen dahin. Und dann schwimmen wir aber mal wieder. Da ist die Straße. Kleines bisschen wieder nach Norden, dann geht es wieder nach Westen. Wieder ein bisschen nach Süden. Ich würde sagen, dass ein Equipment Store ist. Ne, eine Taverne. Wo sind wir jetzt? Haben wir hier schon? Ich würde sagen, wir gehen hier mal ein bisschen eher Richtung Süden. Und dann wieder Westen. Das war wieder eine Taverne bei uns da gerade. Aber oh, wir sind wieder hier. Wir sind wieder hier. Wir sind zurück in Reach Quarry Gate, also die Stadt von Reach Quarry Gate. Oder? Hä? Oder doch nicht? Wohl ja nicht. Aber ich hatte gedacht, ich hab's geglaubt. Ist aber auch echt verwirrend, hier irgendwie irgendwas zu finden. Ah, die Musik zu trillern macht schon ein bisschen Spaß. Ja, wo sind wir jetzt? Und wir gehen einfach weiter Richtung Süden. Da quatschen die mal an. Moin. So.
In Temple Equipment Store Mage Geld nearest in nearest Temple nearest Dungeon. Wir fragen nochmal Fangleer. Try the local inn. Tales are flying back and forth about something unearthed in the province of Hammerfell. Maybe you should check there. Also wir müssen nach Hammerfell. Wir haben es von der nochmal bestätigt bekommen. Hammerfell. Die Frage ist nur, wo ist genau jetzt Hammerfell? Wo finden wir den Weg dahin? Ich weiß nur, Hammerfell ist irgendwo südwestlich von Skyrim. Und wir sind momentan in Skyrim. Wir machen einfach mal Querfeld ein. Vielleicht finden wir es. Oh, dahin sieht es aus, als wäre da Wasser. War ich hier weiter? Na, gehen wir einmal drumherum. Da hinten ist auch wieder Wasser. Na toll. Das kommt mir aber sehr bekannt vor hier jetzt. Mit diesem Weg, das da rüber geht. Kann sein, dass wir wieder zurück sind. Oder doch nicht. Was sagt denn die Uhr? Es ist jetzt 10.46 Uhr, okay. Also wir haben noch jede Menge Zeit, bis die Nacht anbricht. Um uns hier irgendwie Richtung Hammerfell zu bewegen. Ich jetzt aber, die Map ist schon riesig, beziehungsweise die Welt. Vor allem, ich habe keine Ahnung, wo wir sind, wo wir hin müssen. Also, ob ich hier überhaupt den richtigen Weg laufe. Gar keine Ahnung, gar kein Plan. Ich kann es nur hoffen. Bevor wir da reingehen, speichern wir mal. Ich habe keine Ahnung, ob wir das überleben, aber wie es weitergeht, erfahren wir in der nächsten Folge. Vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart und ciao!